Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch einen brandaktuellen Trading-Tipp. Hierfür müsst ihr allerdings schnell sein, lasst euch nicht zu viel Zeit. Deswegen legen wir direkt los. Ja Freunde, wir sind auf Footbin, dem besten Freund eines Traders. Und wir sehen hier den Index 83. Was bedeutet das? Das ist der Preisverlauf von allen 83ern auf dem gesamten Transfermarkt. Ja Freunde, wir haben hier den Live-Graphen. Wir fangen beim 6. Oktober an. Das war der Mittwoch. Heute haben wir Donnerstag. Heute kam auch die erste POTM-SPC. Koulibaly kam raus, wofür man auch unter anderem sehr viele High-Rated-Karten braucht. Und darum soll es auch heute gehen, um die High-Rated-Karten, wann ihr in die Karten investieren solltet und wann ihr die verkaufen solltet. Wir können beobachten, dass in den letzten Tagen der Preis von den 83ern etwas angestiegen ist. Ihr seht es hier, Sonntag waren wir noch bei 76.000, Dienstag schon bei 85.000 und heute, als die SBC rauskam, ist der Preis etwas gesunken. Woran liegt das, Freunde? Ja, sehr viele Spieler haben in 83er, 84er, 85er investiert, haben gehofft, dass heute eine dicke SBC kommt, wo sie ihre Karten verkaufen können. Es kam Koulibaly, es ist zwar eine krasse Karte, allerdings ist er sehr schwer zu linken, weshalb die POTM-SBC jetzt eher weniger beliebt ist. Was bedeutet, dass die Nachfrage nicht so hoch ist wie erwartet, heißt der Preis sinkt. Und da der Preis anfängt zu sinken, fangen alle an, panisch zu verkaufen. Und das bildet quasi so eine kleine Kettenreaktion. Der Preis fällt immer weiter. Was haben wir also jetzt zu machen? Wir nutzen die Panik von den anderen aus und kaufen deren Spieler ab. Bedeutet, wir gehen auf den Transfermarkt, holen uns 88er bis 83er Spieler. Am besten aus den 5 Top-Ligen. Versucht auch immer darauf zu achten, dass die Nation einigermaßen gut ist. Zum Linken, zum Beispiel Rodri, Premier League, Spanier, sehr gut zum Linken. Laporte ebenfalls, Sergio Busquets, Hummels, Thiago auch wieder Spanier aus der Premier League. Kauft euch solche Spieler ein, versucht heute zu vermeiden, ihr könnt ein paar mitnehmen. Versucht vermehrt Feldspieler mitzunehmen. Das SBC-Squad besteht ja aus 10 Feldspielern und einem Torwart. Und ja, ich zeige euch jetzt mal ein paar Spieler, die ich mitnehmen werde. Also Freunde, ich suche mir meine Spieler folgendermaßen aus. Ich gehe auf die Footbin Handy-App, gehe dann auf Spieler, günstigste Spieler nach Rating, suche mir dann ein Rating aus, beispielsweise 83 und kaufe dort einfach mal die ersten Spieler ganz oben ein. Ich achte darauf, dass die Nation und die Liga übereinstimmen. Also zum Beispiel ein Zapata würde ich nicht mitnehmen, ein Heuberg auch nicht. Ein Stones kann man hingegen gut mitnehmen, ein Morata kann man mitnehmen, Lemar, Asensio und Nicardi. Dann können wir bei den 84ern ein Trippier mitnehmen, ein Ginter, ein André Silva und ein Luis Alberto. Ab 85 fängt es schon an mit den Torhütern, da müsst ihr wie gesagt aufpassen, versucht sie zu vermeiden. Bei den 85ern nehmen wir ein Koke mit, ein De Ligt, ein Lautaro Martinez, ein De Vrij und ein Oyarzabal. Bei den 86ern nehmen wir ein Parejo mit, ein Hummels, Busquets, Chiellini, Gerard Moreno, Rodri, Thiago und Laporte, alle sehr gute Nationen und eine gute Liga. Bei den 87ern nehmen wir einen Müller mit, ein Immobile und ein Verratti, der Rest ist zu teuer, beziehungsweise hat keine gute Nationalität. Ihr könnt auch mal einen Szczesny mitnehmen oder bei den 86ern Handanovic. Ein paar Torhüter gehen schon klar, aber wie gesagt, achtet darauf, dass ihr vermehrt Feldspieler mitnehmt. Bei den 88ern nehmen wir auf jeden Fall einen Toni Kroos mit. 11k für ein 88er Rating. Deutschland, spanische Liga, kann man sehr gut linken. Ein Suarez können wir auch noch mitnehmen für unter 12. Bei den 89ern könnt ihr euch auf jeden Fall noch einen Benzema mitnehmen und einen Casemiro. Beide starke Nationen, kann man gut linken. Achtet darauf, Freunde, dass ihr am besten alle Ligen abdeckt. Dass ihr nicht nur Premier League kauft, sondern auch mal Bundesliga, La Liga, Ligue 1 und Serie A. Versucht da immer so eine kleine Mischung zu finden. Und dann solltet ihr auch gut bewaffnet sein für die nächste POTM-SBC, die etwas beliebter sein wird als Koulibaly. So, Freunde, ich habe jetzt auch ein bisschen eingekauft. Ihr seht, Benzema, Casemiro, Suarez. Ja, einiges mitgenommen an 88ern bis 83ern. Das halten wir jetzt so lange, bis die erste krasse SBC kommt. Wichtig zu erwähnen ist, dass diese Methode nichts für kurzfristiges Trading ist, sondern für langfristiges Investieren. Bedeutet, ihr werdet nicht von heute auf morgen reich, sondern erst sobald die erste krasse SBC rauskommt, dann werden die Preise extrem steigen. Deswegen, Freunde, verliert nicht die Geduld, haltet eure Spieler. Wenn ihr die Coins braucht, verkauft gar nicht erst ein. Das ist wirklich nur für die Leute, die Coins übrig haben und nicht wissen, was sie damit machen sollen. Ich für meinerseits habe jetzt hier auf der Liste um die 200-300k. Ich habe noch 50k auf der Uhr, damit werde ich dann aktiv traden. Wie das geht, könnt ihr gerne abchecken. Hier müsste es verlinkt sein. Und ja, Freunde, wenn ihr Bock auf mehr Trading-Tipps habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Video oder im Stream wieder. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.